In diesem Video zeige ich dir, wie du ein HTML-Element rasterst. Ich bin dazu in CodePen, dort habe ich einen div-Tag geschrieben, darin sind 9 p-Tags mit je einem Emoji. Das Ziel ist, diese Emoji in einen 3x3 Raster, in einem Raster unterzubringen, der 3 Spalten und 3 Zeilen hat. Ich schreibe dazu in CSS zuerst eine Regel für den Body, um den überflüssigen Weißraum zu entfernen, damit etwas klarer wird, wie das im Raster drin organisiert ist. Also Body auf 0 gesetzt, dadurch springen diese Emoji ganz links an den Rand. Zwischen oberhalb und unterhalb der Emoji gibt es aber immer noch etwas Außenabstand, darum nehme ich den P-Selektor dazu für diese Regel und jetzt gibt es hier keine zusätzlichen Abstände mehr. Vielleicht erinnerst du dich, dass Blockelemente in HTML so breit sind wie der Viewport, also diese P reichen im Grunde genommen bis an den rechten Rand, wenn ich noch eine weitere Regel für die P schreibe und dort eine Hintergrundfarbe definiere. Dann sehen wir, dass hier die ganze Fläche abgedeckt wird bis an den rechten Rand. Ich lasse das mal so stehen, ich kann das später wieder abschalten. Der Raster an sich wird jetzt auf das älteren Element dieser Absätze angewendet. Das heißt, ich muss ihn für den div-Tag definieren. Ich schreibe den Selektor div, weil ich nur einen div habe, ist es nicht nötig, hier mit einer Klasse oder mit einer ID zu differenzieren. Und dann schreibe ich display grid. Jetzt siehst du zuallererst keinen Unterschied, weil es gibt jetzt zwar einen Raster, aber der Raster hat nur eine Spalte, weil ich noch nichts anderes angegeben habe. Die Spalten definierst du mit Grid Template Columns. Und jeder Wert, den du jetzt hier hinten anfügst, steht für eine Spalte. Zum Beispiel 20 Pixel, 20 Pixel. Und jetzt siehst du, dass sich das neu ausgerichtet hat. Die Emoji stehen jetzt in 2 Spalten nebeneinander und diese Paragraphen reichen nicht mehr bis an den rechten Rand. Das hat damit zu tun, dass ich eine Spaltenbreite von 20 Pixel definiert habe. Dadurch wird das hier nicht breiter. Wenn ich diesen Wert erhöhe, ich kann dies für jede Spalte separat machen, dann ist jetzt die erste Spalte 40 Pixel breit und die zweite 20. Und wenn ich für die zweite Spalte den Wert erhöhe, dann wächst die zweite Spalte. Es gibt noch einen weiteren Wert, der vielleicht nützlich ist jetzt gleich zu Beginn, der heißt eine weitere Eigenschaft, meine ich, Grid Gap, das ist die Distanz zwischen den Spalten. Da könnte ich zum Beispiel 10 Pixel schreiben. Und jetzt gibt es zwischen den Spalten und den Zeilen einen 10 Pixel Raum. Und wenn ich dort 2 Werte angebe, dann bezieht sich der erste Wert auf den Abstand zwischen den Zeilen und der zweite Wert auf den Abstand zwischen den Spalten. Jetzt gebe ich für die Spalten noch einen dritten Wert an und dann habe ich meinen 9x9 Raster. Jetzt kannst du mal die Reihenfolge anschauen. Du siehst zuerst das Eichhörnchen, dann rechts davon das Einhorn und dann die Eule. Und dann der Dachs, der Wal, der Igel und dann den Fliegenpilz und den Affen und den Fisch. Und wenn du
das vergleichst mit der Reihenfolge hier oben im HTML, dann siehst du, dass die Tags, so wie sie in der Reihenfolge kommen, von oben nach unten, im Raster von oben links nach unten rechts eingefügt werden. Also zuerst das Eichhörnchen, dann den zweiten Tag und dann den dritten Tag in der dritten Zelle und dann auf die nächste Zeile und so weiter. Also automatisch wird hier der Reihe nach, werden diese Zellen der Reihe nach besetzt. Und wenn es mehr Zellen gibt oder zum Beispiel wenn es weniger HTML-Elemente gibt als Rasterzellen, dann bleiben die übrigen Rasterzellen leer. Also das wird hier automatisch abgefüllt. Jetzt sind die Zeilen so hoch wie der Inhalt. Wir haben das auch schon beobachtet, dass HTML-Elemente so hoch gerendert werden, dass einfach der Inhalt, der darin ist, zum Beispiel Text, Platz darin findet. Ich kann aber die Zeilenhöhe ebenfalls definieren, genau wie die Spalten. Ich kann sagen Grid, Template, Rows und dann zum Beispiel 50 Pixel, 50 Pixel, 50 Pixel schreiben, dann erhalte ich 3 Rasterzeilen, die 50 Pixel hoch sind. Jetzt habe ich das für 3 definiert, weil ich aber 11 Elemente in meinem Raster drin habe, sind hier die letzten 2 auf einer Zeile, die keine definierte Höhe hat, und dort springt dann der Wert wieder zurück auf den automatisch definierten Wert, der sich halt definiert durch die Höhe des Inhalts, also durch das Emoji oder die Schrifthöhe, die Schriftgröße. Jetzt, wenn du nicht von Anfang an weißt, wie viele Elemente es geben wird, dann kannst du auch Grid Auto Rows schreiben, nur mit einem Wert. Und dann wird automatisch, wenn es eine zusätzliche Zeile braucht, wird die 50 Pixel hoch. Jetzt siehst du, dass auch die letzte Zeile gleich hoch wie die übrigen ist.